Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde hier in der Passionskirche in München. Mein Name ist Philipp Müller. Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern, hier in der Kirche und auch zusammen online im Internet. Gerade, da habe ich Sie ja mit einer besonderen Formel begrüßt. Ich habe gesagt, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese trinitarische Formel, die haben Sie bestimmt schon einige Male gehört im Gottesdienst. Oftmals sagen wir sie einfach nur so dahin. Dabei steckt darin eine tiefe Erkenntnis. Menschen erleben Gott auf unterschiedliche Arten und Weisen. Sie erleben den Schöpfer Gott, der sich um sie kümmert, wie ein Vater oder eine Mutter. Sie erleben, wie Jesus Christus unter den Menschen wirkt. Und sie erleben, wie Gottes Kraft hier und heute unter uns ist, wie ein Heiliger Geist. Kurz gesagt, Menschen erleben Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dabei bleibt Gott aber natürlich immer der eine Gott. Diese Dreieinigkeit nennen wir auch Trinität. Warum erzähle ich Ihnen das heute? Der Sonntag heute, der trägt den Namen Trinitatis. Er soll der Trinität Gottes im Besonderen Ehre erweisen. Er steht auch ganz bewusst am Ende der vielen Feste, die wir zuletzt gefeiert haben. Weihnachten, Ostern, das Pfingstfest, Himmelfahrt. Denn es soll klar sein, bei all diesen Festen geht es letztendlich um den einen dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Bibeltexte des heutigen Sonntags allerdings, die drehen sich weniger darum, wie Gott ist, sondern vielmehr darum, was Gott tut. Gleich im ersten Kapitel der Bibel bekommen wir da einen wichtigen Hinweis. Da heißt es nämlich schon nach wenigen Zeilen, und Gott segnete sie. Gemeint sind die Menschen. Segnen, das ist ja ein fester Bestandteil jedes Gottesdienstes. Aber was ist Segen überhaupt? Und was bewirkt Gottes Segen in unserem Leben? Diesen Fragen, den möchte ich mit Ihnen nachgehen in der Predigt über Numeri 6, 22, den sogenannten aaronitischen Segen. Lassen wir uns einstimmen in das erste Lied. Wir singen gemeinsam das Lied Gott des Himmels und der Erde. Gott segne uns diesen Gottesdienst. Amen. Thank you.
gedruckten Teile laut mitzulesen. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewig. Der Herr ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Dein Reich ist ein ewiges Reich, und deine Herrschaft wird für Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Dreieiniger Gott, du hast uns geschaffen und bist uns wie Vater und Mutter. Du begegnest uns in deinem Sohn Jesus Christus. Du rufst uns zu dir durch deinen Heiligen Geist. Wir beten dich an und bekennen, in dir ist alles Heil beschlossen. Wir bitten dich, lass uns jetzt zur Ruhe kommen bei dir. Lass uns spüren, dass du jetzt bei uns bist. Segne unser Beten, Singen, Sprechen und Hören. Dir, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen. Die Lesung für den heutigen Tag steht im Evangelium bei Johannes im 3. Kapitel. Es war ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch neu geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seine Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Dies sind die Worte der Heiligen Schrift. Wir wollen damit mit dem Bekenntnis unseres heiligen christlichen Glaubens antworten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gebeten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir wollen nun zusammen das Lied Nummer 139, Gelobt sei der Herr. Musik.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Wie neugeboren. So fühlt es sich für viele Menschen an, wenn sie Gottes Geist und Segen spüren. So haben wir es gerade in der Lesung aus dem Evangelium gehört. Doch das segensreiche Handeln Gottes beginnt schon lange vor Christus. Der Predigttext vom heutigen Sonntag führt uns hinein in diejenigen Geschichten, die uns erzählen von Mose und den Israeliten. Das Volk lagert am Berg Sinai auf dem Weg ins gelobte Land. Hier verkündet Gott nicht nur seine 10 Gebote, er erklärt auch genau, wie ein Gottesdienst in seinem Namen ablaufen soll. Der aaronitische Segen spielt dabei eine zentrale Rolle, wie wir gleich sehen werden. Ich lese aus dem Buch Numeri im 6. Kapitel: Gott schenke uns seinen Geist zum rechten Hören und Verstehen. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Liebe Gemeinde, an Gottes Segen ist alles gelegen. Dieses Sprichwort höre ich ganz oft von meiner Großmutter. Sie ist 92 Jahre alt, sie lebt in Unterfranken. Seitdem wir in München sind, sehen wir uns nicht mehr so oft. Allerdings telefonieren wir regelmäßig. Neulich habe ich dann mal wieder aus meinem Alltag erzählt. Auf dem Spielplatz waren wir und Marie klettert schon bis nach oben auf dem Klettergerüst. Eine Blumenwiese haben wir gesät. In der Gemeinde haben wir jetzt einen YouTube-Kanal und bald auch einen grünen Bock. Letzteres hat meine Großmutter wahrscheinlich nicht ganz verstanden. Doch das war ihr, glaube ich, auch gar nicht so wichtig. Das, was sie möchte, kommt ganz am Ende. Hauptsache, sie kann mir dann noch ihren Spruch mitgeben: An Gottes Segen ist alles gelegen. Das soll ich mir merken. In der Tat, liebe Gemeinde, auch ich bin der Meinung, es gibt nichts Größeres und Wichtigeres für uns als Gottes Segen. Er umfasst alles, er bestimmt alles, er prägt alles. Das sieht man schon in unserer alltäglichen Sprache. Das freundliche Grüß Gott beim Bäcker an der Ladentheke, das ist eigentlich ein kurzer Segenswunsch. Es grüße dich Gott, das heißt so viel wie: Er möge dir freundlich begegnen. Und was sagen die Münchner hier gerne zur Verabschiedung? Das haben sie auch schon oft gehört. Pfiati. 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 Auch das ist ein Segenswunsch. Das ist bayerische Mundart und kommt von bewahren. Pfiati heißt dann so viel wie: Sei bewahrt oder sei behütet von Gott. So steht das im Duden. Ich habe das nachgeschaut. Besonders deutlich wird es aber beim fränkischen Ade. Das kommt aus dem Französischen von adieu. Dieu, das ist Gott, und adieu heißt dann eben so viel wie: Sei an Gott befohlen. Man kann also sagen, in unserer Sprache schlummert die tiefe Erkenntnis, dass jeder Mensch jeden Tag auf Gottes Segen angewiesen ist, bewusst oder unbewusst. Aber, liebe Gemeinde, so frage ich: Was ist denn Gottes Segen überhaupt? Gibt es ein äußeres Merkmal oder ein Kennzeichen, woran man Segen erkennen kann? Viele Menschen denken bei Segen wohl erstmal an Gesundheit, an Wohlstand oder auch an Fruchtbarkeit. Das deckt sich auch ziemlich genau mit
den Segensvorstellungen aus der Bibel. So heißt es etwa in der Schöpfungsgeschichte: Und Gott segnete Mann und Frau und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Dem Erzvater Abraham wiederum verkündet Gott: Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Die Evangelien wiederum berichten davon, dass Jesus Kinder segnete, und außerdem machte er und machten seine Jünger durch Handauflegen, das ist eine Segenshandlung, Menschen wieder gesund und vital. Gesundheit, Wohlstand, Fruchtbarkeit, das sind also Anzeichen von Segen. Aber, liebe Gemeinde, was heißt das denn im Umkehrschluss? Stehen dann Menschen, die unter einer Krankheit leiden, nicht unter Gottes Segen? Sind Menschen mit geringem Einkommen nicht mit Gottes Segen bedacht? Das kann ich mir ganz und gar nicht vorstellen. In der Seelsorge erlebe ich es auch ganz anders. Es fühlen sich keineswegs nur diejenigen Menschen von Gott gesegnet, die eine steile Karriere hingelegt haben oder immer mit guter Gesundheit gesegnet waren. Oftmals sprechen gerade diejenigen Menschen von Segen, die ganz schlimme Tragödien und Leidensgeschichten erlebt haben. So erzählt mir etwa die ältere Dame, die Krieg und Vertreibung erlebt hat, da war trotzdem Gottes Segen als Kraft zum Weitermachen und als Kraft zur Hoffnung. Da erzählt mir ein Mann, der seine Frau beim Autounfall verloren hat, Gottes Segen ist trotzdem da, als Rettungsnetz in der tiefen Trauer. Das alles zeigt, liebe Gemeinde, Gottes Segen kann für Menschen ganz unterschiedlich sein. Diese Kategorien Gesundheit, Wohlstand, Fruchtbarkeit, die sind da viel zu eng. Der aaronitische Segen, liebe Gemeinde, der gibt uns aber heute einen wichtigen Hinweis darauf, was Segen sein könnte. Er handelt zwar auch von Sehen und gesehen werden, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Da heißt es: Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Gott erhebt sein Angesicht auf dich. Er sieht uns an. Das ist nach dem aaronitischen Segen Gottes Segen. Aber was soll das heißen, angesehen werden? Das ist ja so ein Grundbedürfnis jedes Menschen. Ich sehe das schon bei meiner Tochter jeden Tag. Zahllose Male kommt sie zu mir angelaufen: Papa, schau mal mein Kleid an. Papa, schau mal, wie hoch ich hüpfen kann. Papa, schau mal, was ich gemalt habe. Wenn ich dann hinschaue, dann ist sie ganz stolz. Und umgekehrt ist sie ganz enttäuscht, wenn ich nicht hinsehe. Gleichzeitig kann angesehen werden aber auch sehr schmerzhaft sein. Da sieht sich jemand im Spiegel an und fühlt sich minderwertig, weil er vielleicht nicht so schlank oder so schlau ist wie andere. Da leidet jemand unter den kritischen Blicken und der ständigen Bewertung durch Lehrer oder durch Vorgesetzte. Da wird jemand mit lauter Verachtung und Vorurteilen angesehen, nur weil er eine andere Religion, Sexualität oder Hautfarbe hat. Welche grausamen Folgen das hat, das können wir ja jetzt gerade wieder ganz deutlich sehen. Bei Gott ist das anders. Gott erhebt sein Angesicht auf uns ohne Vorleistung und Bedingung. Er befreit von den Zwängen und Maßstäben der Gesellschaft. In seinem Blick liegt unendliche Liebe und Bereitschaft zur Vergebung. Gottes Name, der ist Uram. Gott heißt Yahweh. Das heißt, das ist Hebräisch und heißt so viel wie Ich bin da. In allen Lebenswüsten und auch auf den grünen Auen des Lebens. Kurz gesagt, im biblischen Sinne ist derjenige Mensch gesegnet, der sich von Gott angeschaut weiß und seine Gegenwart spürt in allen Lebenslagen. Liebe Gemeinde, ich wünsche Ihnen und uns allen, dass
wir uns von Gott immerzu auf diese Art und Weise angesehen spüren. Und wenn wir einmal den Blickkontakt zu Gott verlieren, dann können wir uns gegenseitig den Segen Gottes neu zusprechen. Denn dazu hat Gott uns alle berufen. Jeder Mensch kann und soll segnen. Wer segnet, der sorgt dafür, dass sich andere wieder mit Gott verbunden fühlen. Wer segnet, der lässt andere Menschen wissen, du bist von Gott angeschaut. Ich jedenfalls, liebe Gemeinde, ich werde schon bald wieder mit meiner Großmutter telefonieren und ihr erzählen, was alles so in meinem Leben läuft. Freuden und Ärger, Erfolgen und Rückschläge, Bewegung und Stillstand. Und wie dem auch sei, ich weiß schon, am Ende wird sie wieder mit diesem Spruch enden und schließen: An Gottes Segen ist alles gelegen. Und damit, liebe Gemeinde, hat sie recht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen in Christus Jesus. Amen.
bitte Sie, in die einzelnen Fürbitten einzustimmen mit dem Gebetsruf: Herr, erhebe dein Angesicht. Dreieiniger Gott, du bist nicht stumm geblieben, sondern hast deinen Namen ausgerufen über uns und die ganze Welt. Du begegnest uns als Vater, Sohn und Heiliger Geist und willst uns durch das Leben begleiten. Wir bitten dich, lass uns immer wieder erkennen, wo dein Segen und deine Spuren in unserem Leben sind. Gib, dass wir deine Gaben mit Genuss und Freude genießen können. Berge uns fest in deinen Händen, wenn wir in Krisen stürzen oder ein Lebenswandel ansteht. Wir rufen: Herr, erhebe dein Angesicht. Herr, wir bitten dich, schenke uns die Kraft, damit wir für andere Menschen und für deine Schöpfung Segen sein können. Wirke durch unsere Hände und mach uns zu glaubhaften Zeugen deiner Liebe. Hilf, dass alle Menschen die Würde erfahren, die sie als deine gleichgeliebten Kinder haben. Wir rufen: Herr, erhebe dein Angesicht. Herr, deine segensvolle Macht steht am Anfang und am Ende aller Dinge. So wie wir einst von dir kamen, werden wir eines Tages auch zu dir heimkehren. Wir bitten dich, lass uns nicht am Tod und an der Endlichkeit verzweifeln. Schenk uns das Vertrauen, dass uns dein Segen über das Leben hinausträgt. Vollende an uns, was du in der Taufe begonnen hast. Wir rufen: Herr, erhebe dein Angesicht. Herr, ich will heute auch ganz besonders beten für Frau Sibylle Pieltner. Viel zu früh ist sie aus dem Leben geschieden. Ihr Tod hat eine tiefe Wunde gerissen und die Angehörigen in unbeschreibliche Trauer gestürzt. Ich bitte dich, Gott, nimm Sibylle jetzt auf in dein Reich und deinen ewigen Frieden. Segne die Angehörigen mit deinem Trost. Lass dein Licht am Horizont leuchten, auf das Wut und Schmerz nicht das letzte Wort haben. Wir rufen: Herr, erhebe dein Angesicht. Herr, wir lassen dich nicht, du segnest uns, denn so bringen wir in der Stille vor dich, für wen wir besonderen Segen erbitten. Gemeinsam rufen wir: Herr, erhebe dein Angesicht. Lasst uns das Vaterunser sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.